Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Wagtail Pay. Bei mir ist der nette Headache Gavin. Ja. Es geht mal wieder um Assassin's Creed Unity. Ja, wie immer. Geilstes Spiel ever. Ja, ihr seht mal auch schon mal den Kommentator, die das eigentlich kommentiert haben, die dann auch bei so einer Messe waren, um das angezockt haben. Ja. Die Pisser. Ha, die haben gleich einen Klick, ey. Die können schon anzocken. Wir müssen warten. Wir, nee. Wir müssen noch ungefähr 1 Monat, 5 Tage und 2 Stunden warten. Ja, genau. Ja. Ja. Mein Verdacht hat sich ein bisschen mehr erzählen als. Ja, also mein Verdacht hat sich auch in den bestätigt, dass es einen freien Erkundungsmodus gibt. Werdet ihr aber auch nachher noch sehen. Ja. Jetzt sieht man auch, dass man einfach so in die Fenster reinspringen kann. Übelst geil. Whee! Also, Leute, wenn ich nicht so viel erzähle, ich sehe das gerade nämlich nicht. Das ist eben der Nachteil dran, weil hätte ich den Trailer schon gesehen, beziehungsweise über Live-Übertragung machen, aber es ging nicht. Wir unterhalten uns ja nicht über Skype gerade, sondern woanders. Und, William, dann erzählst du mal weiter. Ich halte mich ein bisschen bedeckt. Jo, und hier sieht man auch schon mal eine Mission, wo man halt seinen Mentor oder so folgt. Ja. Ich glaube mal, dass das sein Mentor ist. Als okay, junger Assassine. Wenn ich was dazu sagen darf, ja, du darfst es auf der Steam-Seite. Ich bin auch gerade auf der Steam-Seite und sehe gerade, ja, die Spiel wird ungefähr 1 Monat in West, das habe ich ja euch schon gesagt. Und da gehe ich mal ein bisschen runter. Und das sieht man ja. Die Gold-Vorbestellung hat vorher 89,99 € gekostet. Und jetzt sind 79 €. Müsst ihr euch mal vorstellen. Hier sieht man okay, auch nochmal den Preis hätte ich auch bezahlt. Freien Erkundungsmodus. Weil, haben nicht wirklich eine Mission. Oder es kann auch sein, dass das sowas wie ein Wellenmodus ist. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich hab's schon gesagt, bestimmt gibt's also so einen Modus. Hätte ja die Koop-Kampagne nicht gebracht. Na? Wenn du keinen freien Erkundungsmodus. Ich weiß, ich glaube, kann man das nur zu zweit machen? Hier sind die zu zweit. So, und da kann ich euch mal was sagen, was ihr zu der Gold Edition kriegt. Das haben wir zwar im Assassin's Creed Check 7 nicht so richtig hingekriegt, weil der William hat nur Season Pass gesagt. So, wie gesagt, das ist ein Season Pass, kriegt ihr dazu. Dann kriegt ihr noch eine Mission, die nennt sich die Chemische Revolution. Okay, also hat bestimmt irgendwas mit Chemie zu tun. Dann noch weitere freischaltbare Inhalte, wie zum Beispiel königliches Waffenpaket. Keine Ahnung, was das ist. Arthurs Duellkleidung, keine Ahnung was das ist. Reiterhose der schwarzen Musketiere. Keine Ahnung was das ist. Oh, und Pappenheimer Rapier. Keine Ahnung was das ist. Aber man kriegt's dazu. Ich kaufe auf jeden Fall. Genau, das kriegt ihr alles dazu. Bei der Gold Edition. Auch das Spiel einzeln kaufen. Ja, man kann sich das Spiel auch einzeln kaufen, aber das wäre ein bisschen hohl. Wenn du nämlich dann noch den Season Pass dazu kaufst, kommst du ja insgesamt auf 80 €. Ja, schön, ihr habt einen Season Pass. Aber ihr habt dann nicht die. Ich glaube, die haben die chemische Revolution dazu oder so. Nee, die haben ja nur das China DLC oder was das da sein soll. Dazu. Deswegen. So, ja. Und ihr habt da keine chemische Revolution, ihr habt da keine neue Kleidung, neue Waffen. Habt ihr eben halt nicht. Und für das Geld, für 80 Euro, den muss man auf jeden Fall holen. Und ich meine, es sind beide 80 Euro, das eine davon ist sinnlos. Also ich würde mir auch die Gold Edition holen, weil ich krieg das Zeug dazu und wenn ich mir dann bei den 50 Euro einen Season Pass dazu holen sollte, das wäre auch ein bisschen dumm, weil dumm halt ist. Ja, wie gesagt, hier steht auch alle, also wenn ihr das, den Season Pass einzeln holt, dann steht da auch alle DLCs in den Warenkorb. Alle DLCs kriegt ihr ja dazu. So, und ihr kriegt ja schon bei Gold Edition kriegt ihr ja schon alle Season Pass dazu. Da kriegt ihr noch die Mission, Waffen und Kleidung dazu.
Und das ist auf jeden Fall viel besser. Genau. So, WM, wie läuft ungefähr im Video? Ich kann es ja leider nicht sehen. Ja, das ist jetzt schon das zweite Mal vom Anfang. Ach so? Okay. Ja, wir können ja noch mal noch ein so 4 Minuten so reden ungefähr. Okay, ein bisschen quatschen hier. Ja. Ja, diese Penner, die dort in dem Video sind, die haben schon im Club in Paris, ne, Ja, in mitgespielt. Paris durften die Assassin's Creed Unity Ja. anzocken. Leider, leider. Nee, ich muss mir vorstellen. Hier sind große YouTuber. Also WM ist ein großer YouTuber. Und da darf sowas nicht spielen. Das geht nicht. Oh Das mein geht nicht, Leute. Das ist unverzeihlich. So, und wer es noch nie weiß, aber ich glaube, die WTL-Abonnenten wissen das schon. Hoffentlich. Wir haben einen Clan, beziehungsweise WM hat einen Clan aufgemacht, der heißt WTLP Clan. Jo. Und da bin ich schon dabei, der WM ist natürlich dabei, dann ist der kleine Tobias dabei, Wahrscheinlich. und dann noch der Herr Gasch. Oh, jetzt muss ich den Ne, auch der noch Herr Gasch. verlinken, ey. Ja, leider. Ja, muss der WM leider verlinken, aber wir können ihn ja abonnieren, keine Ahnung, nicht abonnieren, keine Ahnung, Abonniert macht den was am ihr besten wollt. nicht. Tut aber jedenfalls WTLP-Clan abonnieren, das ist das Wichtigste. Ein Auch Clan. gleich mal einen Kommentar unten drunter lassen, damit wir wissen, was ihr wollt, was ihr für Let's Plays wollt. Auf jeden Fall, Assassin's Creed ist schon fest geplant. Ja, da habe ich auch noch mal was zu sagen. Ja, wir haben jetzt noch einen Platz frei bei Assassin's Creed Unity. Jetzt können sich noch 2 Leute bewerben bei der ersten Koop-Mission. Vergesst das bitte nicht und schreibt es in die Kommentare, wer sich halt bewerben will. Ich mache dann noch mal auf der Genau, WTLP da. Clan Homepage dann auch noch mal so ein Formular, wo ihr euch dann so bewerben könnt. Ja. Da könnt ihr es Also, auch machen. bewerbt euch, Leute. Ja, egal woher herkommt, aus Deutschland, England, Frankreich, Italienisch, Spanisch, aus Arabien, aus Tschechien, aus Japan, aus Korea, Solange wir aus einen Polen, Translator haben, ja, passt alles. aus Brasilien, aus Russisch, Aus Chinesisch, Russland. Niederländisch. Sieht man auch nochmal den freien Ja, oder Erkundungsmodus. Das ich kann es leider nicht sehen. Ich habe das Problem, wirst ich du dann sehe sehen, wenn nichts. es oben ist. Hoffentlich. Oh, das wird Hoffentlich. Also geil. Leute, dieses Video muss geliked werden bis zum geht nicht mehr, damit wir noch ein paar Videos machen könnten. Ich meine, die ganzen Assassin's Creed Check-Videos, die wurden eigentlich relativ erfolgreich. Ja, ich meine auch, wir finden leider keine mehr, deswegen wird es ein bisschen Ja, wird es ein Panik. bisschen eng. Ja, sehr eng. Es wird jetzt ein kleines bisschen eng. Aber stell mir, der WM hat schon wieder andere Videos parat. Andere Videos, denke ich mal. Und es wird, denke ich mal, auch eins, wenn ich so sagen darf, mit Herr Gasch hochkommen, ne? Ja, das sollte eigentlich vor diesem Video hochkommen. Ich hab's noch nie geschafft. Ja. Mal sehen, Aber ob ist nicht das. schlimm. Ja, das kommt noch hoch mit Herr Gasch. Was Vielleicht. habt ihr da gespielt? Minecraft. Vielleicht Minecraft haben wir gespielt. So, und WM, das Video, die Zeit. Das Video ist ja, gleich zu Ende in 42 Sekunden ungefähr. Ja. Gut, und am besten noch euren lasst euch noch mal lasst euren Steam-Namen noch dazu. Ja. Das wäre noch ein bisschen besser. Also, Also, damit das wir wird euch dann bei dem euren. Formular sein. Wahrscheinlich. Bei der Bewerbung. Genau. Und noch ein schönes Bild dazu, also kein Fragezeichen. Ein schönes Bild dazu klatschen, Schönes wie Bild ich von in Assassin's WM. Creed. Genau, am besten das. Am besten das. So, WM, wie steht's mit dem Video? Jo, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video von Assassin's Creed. Dann wird's hoffentlich das Let's Play sein von Assassin's Creed. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.